Konjunkturelle Rahmenbedingungen. Also ich glaube, wir alle merken, dass die Automatisierungstechnik eigentlich in Goldgräberstimmung ist. Mit dem Sie sprechen, eigentlich geht es wirklich allen Unternehmen gut. Es ist ein sehr, sehr gutes Wachstum da. Einige wachsen einstellig, einige prognostizieren zweistellige Wachstumsraten. In Deutschland der Markt ist, ich würde sagen, solide. Im Ausland ist extrem viel los und man muss wirklich sagen, zurzeit die Automatisierungstechnik ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ob es jetzt Industrie 4.0 ist, was beflügelt, ob es neue Projekte sind in China, in den USA, muss sagen, also das Geschäftsklima, würde ich sagen, für die Automatisierungstechnik war, wenn ich mal das, die Nachkrisenzeit außen vor lasse, kann man fast sagen, war seit 10 Jahren bestimmt nicht mehr so gut, wie sie zurzeit ist. Also wirklich ein bemerkenswertes Jahr. Das hat so ein bisschen Einfluss auch. Sie wissen, der Dollar bewegt uns immer besonders aufgrund unseres starken USA-Geschäfts. Sie sehen auch hier unterjährig in diesem Jahr relativ starke Veränderungen. Wir hatten Prognosen von der Deutschen Bank, die gesagt haben, wir sehen eine 1:1 Parität oder 0,95 sogar von Euro zum Dollar. Es ist mal wieder anders gekommen, als zumindest uns die Deutsche Bank mitgeteilt hat. Wir sind jetzt eher im Bereich 1,18. Das hat schon ein bisschen Einfluss auf uns auch. Das heißt, die Produkte, die wir aus den USA importieren, die werden somit natürlich für uns teurer. Auf der anderen Seite profitieren wir natürlich auch sehr stark daran, dass wir im amerikanischen Markt also auch viel Interkontinentalgeschäft, Supply Chain seitig machen. Also insofern ist es auch in der, unterm Strich für Tour sicherlich eine positive Entwicklung der Dollarkurse. Ja, Mitarbeiterumsatzentwicklung, das ist das, was wir dieses Jahr ziemlich sicher erreichen werden. Wir haben letztes Jahr einen konsolidierten Gruppenumsatz von 530 Millionen Euro gemacht. Wir werden dieses Jahr die 600 Millionen Euro Marke knacken. Das zeige ich Ihnen auch gleich, wie sieht das in den einzelnen Regionen aus. Es ist sogar so, dass wir Stand heute, per Ende September, bei 18% Wachstum sind. Wir glauben aber, dass wir die 18% auf dem Niveau nicht halten werden, weil wir letztes Jahr ein unheimlich starkes letztes vierte Quartal hatten, insbesondere der November, der Dezember waren sehr, sehr stark. Und Sie sehen auch hier die Entwicklung, und das meine ich auch, wenn ich sage, und wir sind ja so ein bisschen so ein Reflektor auch der Automatisierungstechnik mit der Sensorik, der Feldschusstechnik und der RFID-Technik. Wenn man sieht, wir sind es eigentlich immer gewohnt gewesen, zweistellig zu wachsen. Dann hatten wir alle das bekannte Jahr 2009. Dann hatten wir diese hohen Wachstumsraten, die aber eigentlich Nacheffekte waren der Krise. Und dann ist es ehrlich gesagt so ein bisschen in einer Zeit gelaufen mit einstelligen Wachstumsraten, 5-7%. Und eigentlich ist das auch eher realistisch. Und das ist ja auch, entspricht so ein bisschen unserer Strategie, dass wir sagen, ein Unternehmen, die Turk, sollte in der Lage sein, innerhalb von 10 Jahren zu verdoppeln. Und wenn Sie das machen wollen, erreichen wollen, müssen Sie eben 7% jedes Jahr wachsen. Ne? Und dieses Jahr ist also ein außerordentlich gutes Jahr für Turk, liegt über unseren Erwartungen. Ich habe ja letztes Jahr auch ein bisschen berichtet, welche Anstrengungen wir unternehmen, auch intern, Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Wir haben dann noch tatsächlich in Mülheim, zum 1. Januar sind wir live gegangen mit SAP. Unsere Kollegen in Halfa, in der Fertigungs- und Entwicklungszentrale, sind zum 1. März live gegangen. Und es gibt uns noch, das ist die gute Nachricht. Wir haben auch Schwierigkeiten gehabt, wir sind auch in Lieferrückstände geraten, haben das alles sehr, sehr gut, wie ich glaube, immer noch gemeistert, denn mit diesen Themen stand heute 18% durch die Tür zu schieben an Wachstum, das ist jede Menge. Das ist wirklich auch etwas, wo in der Belegschaft bei Turk die Mitarbeiter unendlich viel geleistet haben. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Leute gehabt, die richtig am Rad gezogen haben, denn unsere Belegschaft,
wenn wir nicht eine Unternehmenskultur gehabt hätten und auch eine Belegschaft hätten, die auch extra Runden macht, die die Notwendigkeit, die Dringlichkeit erkannt hätte, wäre so ein Ergebnis nicht möglich gewesen. Also man muss wirklich sagen, also was hier wirklich viele Mitarbeitergruppen geleistet haben, teilweise samstags gearbeitet, teilweise sonntags gearbeitet, um einfach wieder schneller dieses Geschäft managen zu können, war schon aller Ehren wert. Also insofern wird das Jahr 2017 für Tour definitiv das erfolgreichste und auch beste Jahr der Unternehmensgeschichte. So viel kann man heute schon sagen. Und zwar nicht nur umsatzseitig, sondern sicherlich auch in allen anderen Kennzahlen. Ob es Cashflow ist, ob es Profitabilität sein wird. Also Tour hat im Prinzip jetzt im Jahr 2017 wirklich mit Abstand das erfolgreichste Jahr in so ziemlich jeder Kennzahl, die man sich vorstellen kann, betriebswirtschaftlich. Also insofern wirklich klasse. Ja, das hat sich auch auf die Mitarbeiterentwicklung ausgewirkt. Wir sind von 4.200 auf 4.500 Mitarbeiter gewachsen weltweit. Das heißt, auch das ist ein gesundes Verhältnis. Wir haben 7% mehr Mitarbeiter, 15% mehr Wachstum. Können Sie sich vorstellen, wenn die Fixkosten nicht gleich prozentual mitwachsen, ist das ziemlich gut für ein EBIT. Und so sieht es auch aus. Also das heißt, auch hier die Gleichverteilung, auch in Deutschland, haben wir etliche neue Mitarbeiter dazugekommen. Wir haben immer noch das Fach- und Führungskräfteproblem. Das heißt, wir sehen, dass wir viele Stellen, die wir besetzen wollen, nicht besetzen können, weil qualifiziertes Personal oftmals noch fehlt. Und man kriegt zwar immer Bewerbungen, aber man kriegt auch viel, wo man sagt, okay, dann lieber nicht. Das ist schon so. Das heißt, es ist Arbeitskraft zwar verfügbar, aber wirklich dezidierte Fachkräfte sind und bleiben ein echtes Problem und auch ein Stück weit, würde ich sagen, Wachstumsbremser perspektivisch. Ja, so sieht es nach den Regionen aus. Deutschland wächst mit 11%. Das muss ich ein bisschen relativieren. Die Automatisierungstechnik in Deutschland wächst einstellig. Sie wissen, dass wir auch ein Duotech-Geschäft haben. Das heißt, da bieten wir EMS-Dienstleistungen an. Also wir bieten sowohl Fertigungs- als auch Entwicklungsdienstleistungen an. Die Duotech wächst hoch zweistellig und da kommen wir auf 11%. Die Automatisierungstechnik liegt in etwa bei 5-6% in Deutschland. Der Rest ist nicht Duotech geprägt, weil Duotech ist zurzeit ein reines deutsches Geschäft, die Dienstleistungen, die wir anbieten. Das heißt, das sind alles dann reale Zahlen aus der Automatisierungstechnik. Wir wachsen in Westeuropa, Stand heute 13%. Osteuropa, ich würde mal sagen, nur 12%, da sind wir andere Wachstumszahlen gewöhnt. Das hat ein bisschen mit Russland zu tun. Russland schwächelt bei uns, Russland ist im Minus in diesem Jahr. In Westeuropa will ich mal als Star rausholen. Wir haben über Brexit gesprochen letztes Jahr, das ist ja auch noch nicht abgeschlossen, da komme ich auch später nochmal zu. England ist zurzeit unsere erfolgreichste Tochtergesellschaft, wachstumsmäßig in Westeuropa mit 67% Wachstum. Also unglaublich. Und Osteuropa, wie gesagt, schwächelt ein bisschen durch Russland, Polen relativ solide, nur im einstelligen Wachstumsbereich, aber Tschechien, Ungarn auch im zweistelligen Bereich. Das heißt, alles in allem zweistelliges Wachstum in Europa, sehr gute Zahlen. Ja, Nordamerika ist wirklich extrem starkes Wachstum. Wir haben in den USA, das wissen Sie, machen wir fast 40% unseres Geschäfts. Wir haben letztes Jahr 235 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Wir werden dieses Jahr in den USA bei mindestens 275 bis 280 Millionen Dollar rauskommen. Das heißt, die Amerikaner, die haben diesen gesamten Trend, die sind letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte sehr stark gewachsen. Die haben jeden Monat 25% über Vorjahr gehabt und es hat sich im Prinzip bis jetzt durchgezogen. Das heißt, die Amerikaner sind Stand heute bei 22% Wachstum. Die Kanadier sind höher, die Kanadier liegen bei 25% und die Mexikaner liegen bei 30%. Ja, zu China. China haben wir ja oft berichtet, dass wir ordentliche Probleme zu managen hatten durch wirklich nachhaltige Personalprobleme, durch Korruption, durch Kriminalität, die wir im Unternehmen hatten, durch Leute, die sich verselbstständigt hatten. Das heißt, wir haben letztes Jahr, das erste Jahr 2016 schon, das erste Mal so ein bisschen den Bodensatz erreicht. Da haben wir 4% Wachstum in China. Wir hatten Anfang letzten Jahres einen neuen Geschäftsführer eingestellt, einen Chinesen. Der hat ziemlich viele organisatorische Veränderungen auch vorgenommen. Und wir sind davor die Jahre jedes Jahr um 10% gefallen. Und das tut in China besonders weh, weil die 10%, die sie fallen, dadurch, dass sie eigenen Wettbewerb kreiert haben mit eigenen Mitarbeitern, da verlieren sie nicht nur 10%, sondern sie haben auch das Wachstum nicht. Das heißt, das Delta ist jetzt doppelt so groß. Also insofern für uns sehr, sehr erfreulich, weil es zeigt, China hat die Schwelle
den Bodensatz letztes Jahr tatsächlich erreicht, wächst dieses Jahr mit 34%, sagenhaft, hat sich extrem gut und sicher wieder aufgestellt. Also insofern für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil auch China bei uns 50 Millionen Euro Umsatz ausmacht. Insofern sehr, sehr positiver, stabilisierender Faktor. Ja, das heißt, das sind die drei neuen Geschäftsführer ab dem 1. März. Der Guido Frohnaus, Fertigung und Entwicklung, Pauli, Finanzen, IT und HR und Vertrieb und Marketing wird dann auch weiterhin in meiner Verantwortung sein. Ja, Veränderungen in der Geschäftsführung zum Thema Industrie 4.0. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil einiges habe ich davon letztes Jahr gezeigt. Das ist unsere Positionierung in der Fabrikautomatisierung. Wir haben letztes Jahr auch darüber gesprochen, was sind unsere Schlüsseltechnologien. Und das wird auch weiterhin sein, das Thema iCoding, Ethernet, OPC, UA und RFID. Das ist das, was wir heute beherrschen. Die Herausforderung, der wir uns ein bisschen natürlich stellen, ist das ganze Thema Datenkommunikation mit übergelagerten Softwaresystemen. Ich habe hier mal eine Softwarelandschaft dargestellt. Das sind heute alle Software-Tools von Tour. Von den 600 Millionen Euro machen wir 599, irgendwas mit Hardware. Und das alles hat viel Geld gekostet und noch keinen Cent gebracht. Jetzt muss man sagen, okay, Industrie 4.0 vernichtet die Hardware-Marge. Auf der anderen Seite sagen wir glauben schon, dass sich die Industrie so stark verändern wird, dass das Thema Software, Softwarekompetenz und andere Kompetenzen, auf die ich gleich noch eingehe, es wird unser Geschäftsmodell verändern. Keine Frage. Und es sind heute Investoren, die sie heute nicht tätigen, glauben wir, sind wir nicht mehr in der Lage, in 10 Jahren ein relevanter Marktplayer zu sein. Im Prinzip, was ist die Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen? Das eine, das hören Sie sehr oft, vom Sensor in die Cloud, da sagen wir immer, ja, das kann man alles machen. Und heute ist Industrie 4.0 sehr oft eine Leistungsschau. Was kann ich? Weniger die Diskussion, was ist ein realer Use Case, der sich wirtschaftlich abbilden lässt. Denn dass ich die Daten in die Cloud scheffeln kann, ja, das können wir auch. Wir können es auch in ein SAP-System bringen. Die Frage ist, was mache ich damit? Wen interessiert die Daten da oben? Was fängt der damit an? Und da will ich nachher auch nochmal einen Ausblick zu geben, wie wir uns das für die Zukunft vorstellen und welche Felder wir besetzen wollen. Ja, und das will ich mal mit diesem Chart machen. Also nochmal sagen, die Veränderung des Geschäftsmodells durch Industrie 4.0. Wir sagen für uns, ein wesentlicher Aspekt, den wir zu großen Schritten auch schon vollzogen haben, ist, wenn man Komponentenanbieter bleibt und nicht weiter oben in der Nahrungskette ist und nicht extrem frühzeitig über neue Maschinenkonzepte mit dem Anwender redet, mit dem Kunden redet, dann hat man schon die erste Schlacht verloren. Denn man kann nicht über Industrie 4.0 reden, über die Schlagworte Predictive Analytics, wenn ich auf der untersten Produktebene bin. Und das kann ich, glaube ich, für Tour sagen, das haben wir als einer der ersten Sensorhersteller mit Sicherheit als erstes erkannt. Zu sagen, dieser Wandel muss passieren. Das ist ein Element. Das andere Element ist, es wird hinkommen zu einer Wertschöpfung durch smarte Daten. Und nicht durch große Datenmengen, sondern durch smarte Datenmengen. Frage ist, wie kommen wir an smarte Daten? Das wird ein Wertschöpfungsthema sein und die Kunst wird sein, wie bringe ich das in ein Bezahlmodell für den Kunden. Höhere Flexibilitätsanforderungen an unsere Mitarbeiter, ich habe Ihnen berichtet, also unsere sind hier nach diesem Jahr alle gestellt, kann man glaube ich sagen, durch das, was wir zwischenzeitlich an Veränderungen hier getrieben haben, um auch hier weiterzukommen. Intensivierung der Kundenbeziehung ist ein Resultat dessen. Stärkere Vernetzung mit Partnern, auch das, ich glaube, wer heute alleine denkt als Unternehmen, als klassischer Automatisierer aus der Hardware-Welt, dass er ohne Kooperationspartner, ohne Beteiligungsmodelle, ohne, wie man so schön sagt, kollaborative Netzwerkstrukturen weiterkommt, der hat schon verloren. Denn das wird nicht funktionieren. Wir haben, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt, sehr stark gemerkt, wo die Dinge sind, die wir nicht beherrschen und die wir auch organisch nicht managen können. Wir sind, wenn wir einen Softwareentwickler einstellen, dann sind wir so ziemlich die langweiligste Firma der Welt für einen richtigen Hardcore-Software-Entwickler. Dann sagt er, ihr habt ein tolles Gebäude und ihr seid auch alle ganz nett, aber ihr sagt, alle hatte. Die Begeisterung zu entfachen bei solchen Leuten für uns ist extremst schwierig. Das heißt, wir brauchen Partnernetzwerke. Und das ist
ein Element, was sehr stark mit diesem hier zusammenhängt. Die IT und die Software wird eine Schlüsselressource sein als Know-how. Und das ist heute unser größtes Gap sicherlich als Unternehmen. Natürlich haben wir Softwareentwickler, natürlich haben wir viel in Software investiert, aber wirklich smarte Software zu entwickeln, wird ein Thema sein. Das war die Basis, sage ich mal, die wir uns gesetzt haben und haben daraus festgestellt, was fehlt uns heute am meisten. Das Thema ist Smart Services, das heißt, wie bringen wir Engineering Services in den Markt, bezahlbaren Services. Das sehen Sie auch gleich in der Unternehmensstrategie, das war immer ein wesentlicher Baustein. Wie schaffen wir Softwarelösungen und wo gibt es Partnerfirmen, um das Thema vorausschauende Wartung realistisch zu machen? Das heißt, das kriegen Sie nicht mit Hardware hin. Das kriegen Sie auch nicht damit hin, dass Sie irgendwelche Daten ins ERP-System schaffen, sondern da bewegen Sie sich in einem Bereich von künstlicher Intelligenz, da bewegen Sie sich in Predictive Analytics, da brauchen Sie Softwarestrukturen, die frühzeitig Anomaliehäufungen an der Maschine zeigen, Temperaturbereich driftet ab, Anomalie muss nicht Fehler sein, aber eine Häufung von Anomalien kann auf einen Fehler hinweisen. Denn was wollen wir mit Predictive Analytics? Das ist ein ganz klar wirtschaftlich getriebenes Ziel, wir wollen eine Stillstandzeit von 0 erreichen. Das ist die ideale Welt des Maschinenbauers und des Anlagenbauers. Und das ist getrieben. Und das sind die Punkte, die wesentlichen Punkte für uns, wo wir gesagt haben, wir brauchen einmal das Thema Engineering Services, ganz wesentlicher Aspekt. Das ist ein fehlender Link bei Turk, zumindest nicht weit genug ausgeprägt. Wir werden uns mit dem Thema Predictive Analytics, Softwarelösungen beschäftigen. Und wir werden darüber hinaus auch das Thema IoT Gateway, wie kriegen wir Daten aus der klassischen Automatisierungspyramide in übergelagerte oder nebengelagerte Systeme portiert. Das werden für uns in der nächsten Zeit die Zukunft sein, wo wir, und das auch zu der Akquisition, bevor ich gleich nochmal auf Wieland eingehe, wo wir auch gesagt haben, dass wir uns sehr unterschiedlich aufstellen werden. Wir werden nicht nur kooperieren, wir werden auch akquirieren und wir werden auch Beteiligung machen und nötigenfalls auch Minderheitsbeteiligung. Etwas, was Turk in 52 Jahren noch nie gemacht hat. Und wenn ich gleich zu Wieland komme, Wieland ist unsere erste echte Akquisition als Unternehmen. Damit meine ich nicht die Übernahme eines Vertriebspartners, sondern wirklich die erste echte Akquisition. 52 Jahre. Da sehen Sie eigentlich, wie wir getrieben waren, immer von dem Willen, alles organisch zu machen, aber spätestens mit Industrie 4.0 sind wir vor eine Mauer gelaufen und gesagt, das werden wir nicht erreichen. Das organisch zu stemmen, wird ein ist eine Dead End Road. Also das hat, und da sehen Sie auch den kulturellen Wandel in den Köpfen, nicht nur von Management, auch Gesellschafter, Beiräten, Mitarbeitern, zu sagen, das ist hier eine andere Welt. Und die Zeit haben wir nicht, das alles organisch zu stellen. Umsetzung der Unternehmensstrategie 2020. Und da komme ich jetzt so ein bisschen drauf rein. Das haben wir Ihnen vor 4 Jahren präsentiert. Und wie sollte es anders sein? Eine Unternehmensstrategie ändere ich nicht jedes Jahr. Aber ich muss auch Dinge umsetzen, endlich mal in der Unternehmensstrategie. Und deswegen fokussieren wir immer wieder darauf, zu sagen, was haben wir denn in diesem Jahr erreicht, um dem Kernziel, Turk als ganzheitlicher Automatisierungspartner weltweit, und als wir das am Anfang gesagt haben und unseren englischen Claim hier Global Automation Partner gebracht haben, haben viele gesagt, das ist mehr Wunsch als Realität. Das war auch ein bisschen so. Ich glaube, wir sind diesem Wunsch erheblich ein Stück näher gekommen. Und wenn wir das heute sehen, unsere BUAP oder unsere klassischen Sensorprodukte waren mal 80-85% unseres Geschäfts. Sie sind heute ungefähr 60% unseres Geschäfts. Und nicht, weil sie schlecht gewachsen sind, sondern weil der andere Teil überproportional gewachsen ist. Das sind die Themen, über die ich ein bisschen berichten will. Das Thema Internationalisierung. Wie bauen wir uns weiter aus? Denn Global Automation Partner sein heißt, immer in der Nähe des Kunden zu sein. Sie brauchen einen globalen Produktionsfootprint. Ich glaube, die Unternehmen, die heute alles aus Deutschland liefern, werden zweiter Sieger sein. Sie müssen einfach schnell sein. Und schnell sein heißt, sie müssen Logistikkosten sparen, sie müssen Währungskurseffekte ausmerzen und sie müssen auch vor Ort customizen. Und das Thema Customizing wird ein ganz wesentliches Element sein. Und dann müssen Sie auch als deutsches Unternehmen, muss ich immer sagen, nein, die Entwicklung muss in Deutschland sein. Das ist Engineered in Germany. Auch das funktioniert nicht in der zukünftigen Welt. Auch da werden wir anders agieren müssen. Das heißt, auch hier gibt es Investments, die ich Ihnen vorstelle. Und das Thema Service, Differenzierung wie Serviceleistung. Wie stellen wir ein Serviceportfolio auf und monetarisieren Serviceleistung? Und da ist
die Firma WLAN ein ganz, ganz, ganz wichtiger strategischer Eckstein. Also kein Start-up, sondern wirklich ein etabliertes Unternehmen. Das ist ein Turnkey-Solution-Provider, das heißt ein ganzheitlicher Systemintegrator im Bereich von RFID-Lösungen. Und RFID ist strategisch sicherlich für uns eines der wesentlichsten Merkmale für die Zukunft. Und der Hauptsitz ist in Finnland, in Helsinki, haben aber auch Standorte in Schweden, in der Schweiz und in Deutschland bereits. Hier die Niederlassung, 40 Ingenieure, über 1000 installierte, erfolgreich installierte Projekte in 35 Ländern, eine komplett eigene Middleware-Entwicklung und die beiden Gründungspartner bleiben auch an Bord. Und für uns vielleicht mal ganz wichtig, also das sind so Unternehmen, da müssen wir uns anstrengen, dass die mit uns was machen wollen. Also WLAN hätte auch andere Optionen auf dem Automatisierungsmarkt gehabt. Und ich bin mir sicher, dass keiner der bestehenden Automatisierer, die heute RFID machen, nicht gerne mit WLAN, ich würde mal sagen, ins Bett gestiegen wäre. Also das heißt, es ist so ein bisschen so, da haben sie die gleiche Nervosität wie vor so einem ersten Schultag, denn eigentlich ist es so, dass wir uns mehr bewerben. Wir als Unternehmen müssen eigentlich den versuchen zu vermitteln, den beiden Gründern, warum wir vielleicht ein richtiger Partner sind. Warum wir anders sind als die anderen. Und für uns ein ganz wesentliches Element, wenn wir in sowas investieren, sind die Gründer. Weil wenn wir von den Gründern nicht überzeugt sind, sind wir auch ganz schnell wieder weg. Bei einer Minderheitenbeteiligung erst recht, bei einer Mehrheitsübernahme auch, weil da sagen wir, das ist ein Geschäft, was nicht Turk beherrscht. Das ist ein Geschäft, was WLAN beherrscht. WLAN ist der Multiplikator und WLAN ist dafür zuständig, dass wir einen Know-how-Transfer hinbekommen in die Turk-Gruppe, in die globale Organisation. Und deswegen freut es uns sehr, dass wir im Juni die Verträge unterzeichnet haben und dass WLAN jetzt auch als Turk WLAN ab Januar 2018 auf dem Markt agiert. Wir werden sehr, sehr stark hier miteinander kooperieren. Es ist eine komplette eigene Einheit, eine eigene Legal Entity. Wenn Sie so wollen, unsere erste wirkliche Akquisition, für uns aber von extrem strategischer Bedeutung. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir werden, um in der Lage zu sein, das, was ich skizziert habe, als kompetenter Wegbereiter im Bereich Industrie 4.0 agieren, werden wir weiterhin das Thema Beteiligungen angehen. Und zwar in jeder Form. In einer Art Venture Capital Fonds, wo wir uns mit 5, 10, 15, 20% irgendwo beteiligen, über Mehrheitsübernahmen. Da sind auch viele Gespräche zurzeit. Das ist auch das, wo die Geschäftsführung sich sehr stark zurzeit engagiert und sich auch Freiräume geschaffen hat, auch ich persönlich, um mich wirklich selber auch dort sehr stark einzubinden. Und wir werden auch über Technologie-Buyouts auch mit weiteren Unternehmen diskutieren, weil wir sind absolut der Überzeugung, dass wir diese fehlenden Themen sehr schnell ins Unternehmen holen müssen. Das werden wir nur über Partner hinkriegen. Das heißt, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen was berichten in der Zukunft. Ja, Ausblick und Erwartungen für das Geschäftsjahr. Eigentlich brummt es überall. Ich habe gesagt, es herrscht so ein bisschen Goldgräberstimmung. Das werden Ihnen auch andere Unternehmen berichten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind Sie so ein bisschen unsicher. Wenn Sie so in die Zukunft gucken, nach so einem 15-16%igen Wachstum, satteln wir da jetzt nochmal was obendrauf. Die Ökonomie, aus unserer Sicht, gibt zurzeit keine Anzeichen, dass es abschwächt. Weder die Amerikaner, die berichten immer noch von vollen Auftragsbüchern, auch von Projekten in der Projektpipeline. Ich war gerade vor 3 Wochen in den USA, auch bei einem namhaften Systemintegrator für die Automobilindustrie. Die haben im Prinzip volle Bücher. Wenn man sich in Deutschland die Szenerie anguckt, wenn man sich in China die Szenerie anguckt, eigentlich steht einem erfolgreichen Geschäftsjahr nichts entgegen. Auch wenn ich mal jetzt hier ein bisschen stärker auf Europa fokussiere, Westeuropa, Osteuropa, wir haben die erste Planung zurückbekommen unserer Landesgesellschaft, die ist noch nicht ganz validiert, aber im Prinzip alle setzen auf nennenswertes Wachstum auch für die Zukunft. Kostenseitig, weil wir den Braten vielleicht nicht ganz so trauen, vielleicht sind wir da auch manchmal ein bisschen deutsch, aber wir sagen immer nach so einem Jahr, wirklich nochmal was drauf zu satteln, da muss schon eine Menge passieren. Insofern werden wir kostenseitig zumindest mal ein bisschen
verhaltener agieren, auch was Investitionen, Personal und so weiter anbelangt, um zu gucken, wie läuft denn das Jahr an. Das ist das erste, das ist das zweite Quartal. Wenn das gut läuft, werden wir sicherlich auch ein bisschen aggressiver in die Budgets reingehen. Aber das ist die Erwartungshaltung. Was heißt es für Turk? Und man muss eins sagen, dass es schon ein Stück weit ein Phänomen ist und für die Wirtschaft eigentlich sehr gut, aber auch nicht ganz verständlich. Ich glaube, es hat noch nie eine wirtschaftlich-ökonomische Rahmenbedingung gegeben, die so unabhängig war von der Politik. In diesem Jahr, muss man wirklich sagen, ist die Wirtschaft ein Stück weit entkoppelt von den politischen Rahmenbedingungen. Drücken wir uns die Daumen, dass es so bleibt. Ja, komme ich zu unserer Planung. Was ist unsere Erwartungshaltung? Was können wir oder was sehen wir für 2008 als realistisch, 18 als realistisch an? Wir haben uns mal eine Planung vorgenommen, größer 7% Wachstum auf globaler Ebene. Das heißt, das gilt natürlich runterzubrechen für einige Gesellschaften. Einige werden hoch zweistellig wachsen und wachsen müssen auch, damit wir das erreichen. Aber das ist etwas, was wir uns als Ziel vorgenommen haben. Die letzten Monate im Jahr werden zeigen und auch die ersten Monate, ob das realistisch ist. Ich habe selten ein größeres Fragezeichen hinter einer Planung gehabt als die, weil man wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr hatte. Aber alle Feedback-Gespräche, die wir hatten, waren positiv. Insofern glauben wir, dass wir das stellen können und das sicherlich ein sehr, sehr guter, erfolgreicher Weg wäre und wir auch sehr zufrieden mit einem solchen Geschäftsverlauf wären.